Es dürfte wohl eine der schönsten Nachrichten der vergangenen Woche gewesen sein. Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten ihr zweites Kind. Die beiden teilten die frohe Botschaft mit der Welt in Form eines Schwarz-Weiß-Fotos, auf dem Meghan in einer Wiese liegt und ihren Kopf in Harrys Schoß gebettet hat. Ihr Babybauch ist dabei schon deutlich zu sehen, genauso wie die strahlenden Gesichter des Ehepaares. Es dauerte nicht lange, bis die beiden royale Glückwünsche aus dem Buckingham-Palast erreichten. Und die stammen von Königin Elisabeth II. Persönlich. Prinz Harrys Großmutter ließ laut der Daily Mail über einen Palastsprecher verkünden: Ihre Majestät, der Duke von Edinburgh, der Prinz von Wales und die ganze Familie sind hoch erfreut und wünschen den beiden alles Gute. In dem Grußwort werden Harrys Großvater Prinz Philip und sein Vater Prinz Charles somit auch besonders betont. Laut der englischen Zeitung sollen Meghan und Harry das britische Königshaus bereits vor Veröffentlichung des Bildes über die Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt haben. Nachdem das Paar im Juli 2020 eine Fehlgeburt erlitten hatte, sind die zwei jetzt wahrscheinlich umso glücklicher, ihrem Sohn Archie endlich ein kleines Geschwisterchen schenken zu können.